Kopfhörer, ja. Socken, okay, schön. Was ist das? Wodka. Hat jemand Wodka in seinem Nachttisch? Ernst jetzt? Und ein Apfel. Okay, sieht aus, als wäre das ein Paar gewesen. Jemand davon hat Wodka im Schreibtisch, der anderen Apfel. Okay. Scheinen mir zwei unterschiedliche Personen zu sein, oder? Vertriebsmappe. Ah, die können wir eigentlich durch. Ah, das ist auch ein Ausdruck. Ja, gut. Dann lassen wir das. Ein Böhm nehmen wir auch noch mit. Warum eigentlich? Die Dinger sind fürs Recyceln, oder? Wofür sind die? Würde ich jetzt gerade mal ganz kurz wissen. Einmal kurz den hier machen. Bourbon, Bourbon, Bourbon. Nee. Ach, Gesundheit. Ach, es ist auch für die Nahrung. Ach so, okay. Ja, ich war mir nicht sicher, weil man da durch die Items ja ein bisschen kirre im Kopf werden könnte. Der hat einen sauberen Spiegel, Mann. Ey. Das ist ja, ich glaube, Mann. Na, also hier, ne? Wir müssen mal reden, ne? Morgen, you. Du mit deinem Spiel, der muss mal unbedingt sauber gemacht werden. Oh, jetzt wird's interessant. Hallo? Neuromod. Oder ist das eine Falle? Es ist auf jeden Fall ein kleines Unlock-Manöver gewesen. Aber das Positive ist, dass nicht das Teil hier ein Mimik war. Oh, was ist denn das dahinter? Ach, ein Schatten. Neuromod 2 Stück. Wird gespeichert. Soll ich mal meine... Nee, ach Quatsch, ich spare doch gerade. Ich spare doch gerade fürs Hacking 4. Passwort? Kann ich nicht. Alex, du hast nur eine Sicherheitsstufe von 2. Das kannst du mir doch nicht sagen. Twinstar Anerkennungsprogramm. Okay. Ja, dann komm, hier. Dann hacken wir das Ganze mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier schwerer wird, oder? Ich meine, ist immer in Alex's PC. Das wird doch nichts. Ach, das wird nichts. Das ist eine doofe... Das ist eine richtig doofe Strecke hier. Hätte aber geklappt. Gut. Ah, nein. Aua. Ich finde den Schlag immer so süß, den man abbekommt. So, haben wir jetzt eine schöne Strecke, die mir gefällt. Ach, die ist ja super. So. Erste. Und zweite. Das war eine richtig schöne Strecke. E-Mails. Ärger mit Illusion. Hallo Alex, Ihr Cheftechnikerin hat gerade ein Helferlein zu uns heruntergeschickt, das verbesserte Türsensoren installieren sollte. Wir haben die Sensoren an uns genommen und die Technikerin weggeschickt. Hudson hat eins der Dinger zerlegt und etwas darin gefunden. Ein Abgehörgerät. Was zur Hölle soll das? Vor kurzem hat sie versucht, eine Akte aus der Neuromod ranzukommen. Volontärakten, Alex. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen. Sie müssen Illusion in den Griff kriegen. Hans. Okay. Dafür musste ich jetzt noch runterscrollen. Okay. Alex. Kein Betreff. Ah, von Emma. Alex, Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu halten. Wenn ich mich irre, Sir, sind auch Sie ein Bewohner der Station. Sie haben bereits 5 anberäumte Fitnesstests versäumt. Wenn Sie mal... Hör mal, was machst du denn jetzt da mit deiner Rohrzange? Wenn Sie manche der Übungen nicht vor den Augen der Mannschaft durchführen wollen, kann ich Ihnen auch gerne einen Privattermin im Fitnessbereich geben. Denken Sie dran, Sie wurden nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern wären auch ein Vorbild für Ihre Mitarbeiter. Vielen Dank, die Emma. Fitnesstrainerin Talos 1. Überwachungsaufnahmen von Sarah. Ich kann keine Bildmaterial darüber finden, wie Chiefelischen Mollens Quartier verlässt. Entweder ist es nicht vorhanden oder es wurde gelöscht. Bei der Befragung sagte Morgen, es wäre eine technische Sache, die nicht in die Personalabteilung gehört. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schlage ich vor, direkt mit Morgen zu sprechen. Ich werde mich mit Chiefelischen in Verbindung setzen, wie angeordnet. Naja, was ist da passiert? In Sache Michaela. Oh, Backe. Jetzt geht's um unsere Ex. Chief Illusion hat zugegeben, dass der Besuch eine medizinische Angelegenheit betraf und gebeten, dies nicht misszuverstehen. Auf ihre Anordnung hin habe ich sie noch einmal daran erinnert, dass sie sich an die Personalabteilung wenden müsste, falls es eine Änderung ihrer Beziehung zur Morgan Yu gäbe. Ich betrachte die Sache als abgeschlossen und würde es vorziehen, wenn derartige Anfragen in Zukunft unterbleiben.
Chief Elisa. Das war's. Das war's jetzt hier. Sag mal, warum legt man einen Stuhl, wenn ich den gar nicht benutze? Ah, du hältst aber für mich die Tür auf. Sag mal, dann lass ich dich da so stehen. Kannst du die Tür für mich aufhalten? Dass die jetzt sowieso wieder zugeht. Hier haben wir ein Band 6. Was ist denn da drin? Selbstgebastelter Granatapfelschnaps. Nullwellentransmitter, Typhoonköder. Ja, die Typhoonköder habe ich bisher noch nicht benutzt. Ich bin mir noch nicht so ganz genau sicher, wo ich sie einsetzen soll, wann ich sie einsetzen soll. Hä? So, ist das. Hä, ist das eine Spiegelung? Hä? Nee. Hä? Nee, ach, keine Ahnung. So, was ist denn hier? Was zu futtern? Japp. Sehr schön. Na, Nahrung wieder auffüllen. Wow, in der Vorratskast. Wow, sind hier viele Sachen. Und in der Vorratskiste ist gar nichts. Hallo? Vielleicht mal wieder stapeln? Ja, hat geklappt. Okay, ja, dann gehen wir bitte wieder raus. So, stapeln hat wieder geklappt. Hm, ich frage mich, warum es nicht automatisch gehen tut. Achso, hier... Zimmer, Alex Zimmer, stimmt, hier war ja noch was. Ah, was haben wir denn da? Das sieht interessant aus. Auch einen sauberen Spiegel. So langsam werde ich neidisch. Terraforming des Mars. Okay. Gut. Oh. Ja, das gucke ich mir mal eben an. Für was ist das? Hoffentlich Anzug. Ah, schade. Boah, haben wir hier viele und so wenige Plätze frei. Ja, jetzt noch nicht. Ich will erstmal Hacking 4 haben. Du hast eine Chance, eine Psykraft kostenlos einzusetzen. Und wie hoch ist die Chance? Wird nicht angezeigt, ne? Schade. Du hast eine Chance, deine Psykraft kostenlos einzusetzen. Ja, gut. So. Alex Zimmer. Lass mich raten, wir suchen nach das hier? Warte mal. Ich muss mal gerade was nachgucken. Nee, nicht hier, sondern da auch nicht. Ja, hör mal, wo war denn das? Hier. Ja, hier war es doch. Wer ist Dezember? Suche in Alex Zimmer nach dem Fluchtkapselschütz. Ja, genau. Genau, das war's ja. Genau. Genau den müssen wir ja suchen. Aber den Nachttisch haben wir doch sicher schon durchsucht, oder nicht? Irgendwo ist er. Ist er vielleicht hier? Hat er zugestellt, hör mal. Der ist doch nicht hier. Das Ding ist doch nicht da, um dort Kartons drauf zu stapeln. Hoppa! Okay, deaktivieren. Da ist der Schlüssel auch nicht versteckt. Hm. Hat er den denn versteckt, oder? Also, der soll hier sein. Der Schlüssel soll... Ah, warte mal. Der soll hier sein. Vielleicht habe ich ihn sogar schon vorhin einmal gesehen. Ja, hier nicht. Dahinter auch nicht. Auf der Toilette vielleicht versteckt. Habe ich hier denn schon alles... Hier habe ich ja eigentlich in alle Schränke geguckt gehabt. Muss jetzt echt darauf achten, sonst durchsuche ich gleich die Umgebung und dann denke ich, da ist nichts mehr, obwohl ich da einfach nur was übersehen habe. Wo bist du versteckt? Vielleicht auf dem Nachttisch? Nee! Ach, red kein Mist. Ach komm. Ich habe jetzt gedacht, man kann den Globus drehen, aber nicht, dass man den aufheben kann. Yes! Ach, red doch keinen. So. Gute, ja, nicht schlecht das Versteck eigentlich. Ist ganz in Ordnung. Boah, da muss der ganze Zimmer auf den Kopf fliehen. Fliehe von der Tale. Das wird nicht. Warum soll ich das machen? Ich lese mir mal ganz kurz die Beschreibung durch. Liebes Zukunftswir. Was ist denn jetzt los? Heute Zukunftswir. So wollen wir uns nicht ernsthaft nennen. Und jetzt passiert. Heute ist es mir gelungen, meine wunderschöne, dickköpfige Partnerin zu... Dickköpfig? zu überreden, im Bett zu bleiben und keine Extraschicht zu machen. Und das ist der Dank dafür. So, das wollte ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, sowieso mich verdrückt. Kann sein, dass da aus diesem Grund jetzt gerade die Nachricht losging. So, ich lese es mal ganz kurz nochmal durch. Nur damit wir wissen, worum es jetzt genau geht. Ist eigentlich schon soweit bekannt, aber trotzdem. Ich wurde von einem Operator namens Dezember kontaktiert. Wie January hat auch Dezember meine Stimme. Aber Dezember,
hat die Anweisung, mir bei der Flucht von der Talosheit zu helfen. Sam behauptete, ich hätte den Schlüssel zu Alex' privater Fluchtkapsel im Nachbesprechungsraum der Neuromod-Abteilung versteckt, bevor ich meine Erinnerung verlor. Scheint jedoch, als hätte Alex meinen, Sambers Plan durchschaut. Der Schlüssel war weg, aber ich konnte einigen Hinweisen folgen, die mich zu einem Tresor in Alex' Büro geführt haben. Der Tresor enthielt alte Transcribe-Protokolle von mir und einen Schlüssel zu Alex' Quartier in den Besatzungseinrichten. Dort fand ich den Schlüssel zu Alex' Fluchtkapsel. Ich könnte jetzt allem hier einfach den Rücken kehren. Ich will das doch irgendwie gar nicht, oder? Das wird doch nicht funktionieren, sonst wäre das doch auch zur Hauptgeschichte, oder? Es klappt doch nicht. Nein, ich will's machen, um es herauszufinden, aber... Wartet mal, ich mach mal ganz kurz einen Schnellspeicher. So, mach mal ganz kurz einen Schnellspeicher. Ich weiß ja nicht, was passieren wird. Als ob das dann alle... Nein! Als ob wir jetzt hier fliehen und das war's dann. Das kann ich irgendwie... Nee. Bestätigen, ja. Ich stelle mir jetzt gerade Folgendes vor. Wir versuchen das gleich mit der Fluchtkapsel, aber irgendetwas wird uns daran hindern. Das denke ich. Irgendwie die Fluchtkapsel geht kaputt plötzlich. Oder irgendwas passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt klappt. Wir haben den Schlüssel, so, jetzt gehen wir da hin und zack. Aber andererseits... Das ist doch jetzt auch nicht umsonst, die Mission, oder? Mal gucken. Ja, wir müssen uns mal überraschen lassen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Falls irgendwas passiert, womit ich gar nicht gerechnet habe und ist unschön und so, dann kann ich ja noch, haben wir einen Schnellspeicher gemacht. Ich weiß gar nicht, was passieren könnte. Also, jetzt müssen wir erstmal dahin gelangen. So, und da ist das Geschütz. Nehmen wir mit. Dafür ist es da. So. Wie viel kostest du mich denn zu verstärken? 3. Komm erstmal mit. Guck. Albtraum? Nein, kein Albtraum. Gut. Alex Fluchtkapsel. Ach nee. So. Boah, was ist denn jetzt los? Hilfe. Das ist ein Albtraum. Das ist doch ein Albtraum, oder nicht? Das Geräusch kenne ich doch. Das ist ein. Ja, ich wusste es auch. Na, da ist er ja. Warte mal. Nein, der macht den kaputt. Oder? Warte, ich weiß es nicht. Doch, weg. Der ist so stark, glaube ich. Ich könnte ihn erledigen. Die Frage ist, will ich das? Dann geht wieder so viel Munition weg. Oder ich versuche eine Position zu finden, wo Berda angreifen kann die ganze Zeit. Ich verstärke sie mal. Hallo. Wisst ihr was? Ich verstärke sie mal. Hoffentlich wird das nicht umsonst. Ansonsten, boah, verstärkt. Ach, das ist jetzt maximal verstärkt. Ich werde das jetzt einfach einsetzen. Punkt. Und ich... Greifst du bitte an? Kennst du bitte... Hä, könntest du... Hör mal, Berda? Könntest du mal bitte angreifen? Willkommen. Hä? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sag mal, wofür habe ich dich verstärkt? Ist der abgehauen? Wohin will der denn jetzt? Aber sieht schon mal nice aus mit dem Verstärkt. Anscheinend auch die Panzerung. Was macht der denn? Er kommt wieder. Ist egal, ich probiere es aus. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, so schön. Nein. Berda. Nein. Ja. Okay. Schön, mach weiter. Was, du bist immer noch intakt? Nee. Den besiege ich jetzt. Wow. Den mache ich jetzt fertig. So. Aua. Hör mal. Ein Rad ab. Du warst ziemlich stark. Wir können dich auch mit 2 reparieren einfach. Mit 2 Ersatzteilen. Ich glaube, wir haben irgendein Upgrade gemacht, wodurch uns das jetzt nur noch 2 kostet. Heiler? Wo bist du? Olaf? Ich sage nicht, du wirst... Nein. Oh, nein, auch nicht.
Oder? Nee. Ach ey, da ist unser Bolzenwerfer noch drin. Ach, da oben bist du ja. Hast dich in Sicherheit gebracht da oben. Okay, komm mal her. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Ach, ich werde mich bald wieder ändern. So gut wie neu. Vergessen Sie okay, geschützt. Das ist von unschätzbarem Wert. Ja, doch, können wir machen. Doch. Es ist immer noch verstärkt, das ist gut. Dass das verstärkt bleibt, dass das nicht irgendwie dann verschwindet, diese Verstärkung. So, wir müssen jetzt... Da ist die Fluchtkapsel. Ja, jetzt... Boah, wie komme ich denn... Ja, hör mal, wie komme ich denn dahin? Erstmal... Puh. Ich glaube, ich wüsste vielleicht, wie ich... Muss jetzt erstmal gucken, dass ich nach oben komme. Komm mal her, bitte. Achtung! Komm mal, Olaf, mal schon. Ihr Anzug ist undicht. Danke sehr. Vielen lieben Dank. Ach ja, guck mal, da fühlt man sich fast wieder wie neu. Jetzt bräuchte ich nur... Gibt's hier nicht mal irgendwie eine Abkürzung? Ja, es gibt ja eigentlich diesen Aufzug, aber der funktioniert ja nicht. Jetzt fehlt nur noch der Wissenschaftler. Hätte ich sagen wollen. Der Wissenschaftler Olaf. Kommst du mit? Ja, komm mal mit. Ich trage dich einfach mit hier hoch. Hör mal. Guten Abend. Bist du so schwer, Bertha? Dr. Hadley Dalton hält Ende der Woche im Lobbytrainingsbereich ein zusätzliches nicht. Seminar über Neuralkonnektome. Ja, bin doch, spannend. Klappt. Platzreservierung bitte ach, per E-Mail nee. An Dr. Dalton. Egal, dann lasse ich dich hier unten. Weil das klappt so nicht. Ich kann mich da nicht festhalten gleichzeitig. So. Um mich hier hochzuziehen. So. Wie wir da hochkommen. Ich könnte mir was vorstellen, wenn es einfach nicht so geht, indem wir da hinten springen oder laufen oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass wir am Computer gehen müssen. Da war, glaube ich, ein Computer oben im Büro. Ja, aber Sicherheitsstufe 4, so viel ich weiß. Und dort können wir das vielleicht ausfahren. Ich guck mal. Ja, hier ist ein Computer. Mit Sicherheitsstufe 4, was wir noch nicht machen können. So, da oben. Hier ist eine Treppe nach oben. Ach, dafür ist das hier. Ah, stand clear. Nicht einfach, um hier runter zu springen. Ja, das funktioniert nicht. Ich komme da nicht hin. Also, ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Computer, ja, ein Programm ist, welches... dafür zuständig ist, das Teil dann ausfahren zu lassen, irgendwie. Kann man dadurch was Schönes sehen? Nee, nur den Mund. Ja, der ist ja auch schön. Vielleicht, ja, doch. Aber da komme ich jetzt nicht hoch. Nee, also, ich würde sagen, ja, das Ding lässt sich doch ausfahren. Ich kann ja mal gegenschießen. Was ist das hier? Ach so, ja. Ich schieße einmal kurz gegen. Wow, okay, hab gedacht. Hört sich trotzdem an, als hätte das ein Schalldämpfer. Muss ich mal sagen. Ja, als hätte das, das sehe ich nur nicht. Ja, kann ich denn schon? Habe ich 8? Ah, 7. Oh, wie ärgerlich. Es kostet nicht zufällig 7, oder? Nein, 8. Ah. Ah, ist das doof. 8. Kann mir nicht irgendjemand hier mal eine Neuromod spendieren? Oh, okay, aber das Gute ist, wir... Guck mal, da unten laufen Mimics rum. Ach stimmt, da drin ist ja auch noch immer der Telepath, ne? Ah, guck mal, da finden wir vielleicht einen Neuromod drin. Ah, da gehe ich aber nicht alleine hin, da schnappe ich mir die Bärder. Die werde ich nur nicht nachher einsetzen... Was ist das da hinten? Die werde ich nur nicht nachher einsetzen, wenn wir da reingehen. Sonst schießt sie nachher auf Menschen. Obwohl ich glaube, sie darf gar nicht auf Menschen schießen. Wo bin ich hier? Ah, da unten möchte ich hin. Genau. Zack. Nur da sind ein paar Mimics, deswegen. Wir müssen ja nicht unbedingt den Schaden einstecken. Auch wenn es nicht so schlimm wäre. Hier haben wir einmal einen Rüstungsreparatur-Roboter. Hey, du bist ja auch noch im Zustand. Im guten. Im recht guten. Und dann haben wir ja hier noch einen Medizin-Operator. So. Deswegen können wir hier eigentlich ruhig einfach offensiv drauf gehen. Nur, dass wir halt achten, nicht drauf zu gehen. Und ja, wir können uns hier jederzeit heilen. Und auch wieder reparieren.
Alles kein Problem. Ich hoffe mal nur, dass da oben jetzt Sicherheitsstufe 3 war. Ich glaube aber, da ist auch Sicherheitsstufe 4. Das heißt, wenn wir jetzt echt Sicherheitsstufe 4 haben, heißt das, wir können 3 Missionen dadurch endlich mal beenden bzw. fortführen.